Herr Simon Wieslin, wie wichtig ist denn die Wirtschaftswoche für das Unternehmen? Für das Unternehmen ist es ein Brückenschlag halt mit der Schule, mit dem Gymnasium hier. Es geht darum, dass man den jungen Leuten einen Einblick geben ins Wirtschaftsleben, dass sie mal in einen Betrieb einschauen können, dass sie selber mal sich in die Haut versetzen können von einem Geschäftsführer, von einem Finanzchef, von einem Marketingleiter und mit Dilemmata der Wirtschaft konfrontiert werden. Das heisst, es ist im Prinzip ja schon mal ein Vorteil, um zu sagen, okay, da könnte man eventuell arbeiten. Das ist so, ja. Es ist natürlich auch eine Imagepflege vom Unternehmen, weil man trägt doch den Wert, den wir hier intern lebend aussen, in die Bevölkerung, da ist spezifisch die Zielgruppe Gymnasiasten. Was wird denn da zum Beispiel gemacht? Sie bekommen Aufgaben, sie wechseln eben vor allem vom Konsument zum Produzenten. Und als Aufgabe von einem Produzenten ist es, Sachen herzustellen, Leute einzustellen, Maschinen betreuen und vor allem auch schätzen, wie viel das man verkaufen kann. Ich sehe es so, dass wir Fachlehrer die jungen Leute coachen in dieser Woche, damit sie noch mehr aus dem theoretischen Teil und praktischen Teil mit nach Hause nehmen können auf ihren Lebensweg. VB Online hat sich mal mit den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern unterhalten und bei ihnen nachgefragt, was sie von der Wirtschaftswoche bei IWO klar halten. Es ist für mich immer interessant, eigentlich einen Einblick zu kriegen. Vor allem, ich bin halt nicht im Wirtschaftsprofil und so, sehe ich auch mal so die Wirtschaftssache. Also ich habe schon sehr viel über Wirtschaft allgemein gelernt und auch den Betrieb finde ich sehr gut und alle sind voll sympathisch. Ja, und es macht auch voll Spaß. Und was für Erwartungen habt ihr gehabt von der Wirtschaftswoche? Dass wir eigentlich nicht keine grossen Erwartungen haben, speziell am Tag, sondern mehr so eine Woche, also es ist die ganze Woche ein bisschen so im Allgemeinen, dass wo es interessant macht, nicht der einzelne Tag. Erwartungen habe ich eigentlich noch nicht so viel gehabt. Ich bin einfach offen, jetzt mal daherkommen. Und ja, ich muss sagen, ich bin voll positiv überrascht.